Thank you everyone for coming. Ja, ich danke euch allen, dass ihr gekommen seid. So in the US, we've seen the embryo of a new black freedom movement develop in the last year and a half. Ja, in den USA sehen wir gerade so den Embryo einer neuen schwarzen Freiheitsbewegung, die sich in den letzten anderthalb Jahren entwickelt hat. Black people in the US for the last 50 plus years have had to bear the consequences of vicious neoliberal policies from mass incarceration, outsourcing of jobs, inadequate housing and slashing of funding to education and public social services. Ja, die schwarzen Menschen in den USA haben in den letzten oder mehr in den letzten 50 Jahren die Konsequenzen der skrupellosen neoliberalen Politik ertragen müssen, sei es Masseninhaftierung, Outsourcing von Jobs, also von Stellen, unzureichendes Wohnen und auch die massiven Finanzkürzungen im Bildungsbereich und in dem öffentlichen Sektor. Where both political parties, Democrats and Republicans, continue to play an active role in serving corporate interests, putting huge austerity on the black working class and poor. Ja, wo beide Parteien, die Demokraten und die Republikaner, weiterhin die Rolle spielen, Unternehmensinteressen zu dienen, massive Austeritätspolitik einführen, gerade betreffend der schwarzen Bevölkerung, der schwarzen Arbeiterklasse und der Armen. And for many youth, the painful realization that even electing a black president to the highest seat in office will do nothing to stop the attack on black bodies and systemic racism. Ja, und gerade für viele junge Leute ist es eigentlich eine sehr schmerzhafte Realisierung, dass selbst wenn ein schwarzer Präsident in das höchste Amt in den USA gewählt wird, dass sich eigentlich nichts ändert und die Attacken gegen die schwarze Bevölkerung, der systematische Rassismus nicht gestoppt werden. The hashtag Black Lives Matter originated after the murder of Trayvon Martin, a 17-year-old black boy who was shot and killed in 2012 by a neighborhood watch volunteer. Ja, dieses Hashtag Black Lives Matter entstand nach der Ermordung von Trayvon Martin, einem 17-jährigen schwarzen Jungen, der von der Polizei erschossen und ermordet wurde 2012. Ach, nicht von der Polizei diesmal nicht, aber von jemandem aus der Freiwilligen Bürgerwehr. And when the perpetrator was acquitted of any charges by claiming self-defense, using racist, biased laws like Stand Your Ground, mass anger arose because Trayvon Martin's only crime was being a black boy wearing a hoodie in the wrong neighborhood. Ja, und als der Täter von allen Anschuldigungen freigesprochen wurde, unter der Berufung von Selbstverteidigung und der Benutzung von rassistischer Gesetzgebung wie dieser Stand Your Ground Gesetzgebung, entstand massenhafte Wut, weil Trayvon Martin einziges Verbrechen war, dass er ein schwarzer Junge war, der einen Kapuzenpullover getragen hat in der falschen Gegend. The shooting and killing of 18-year-old Mike Brown in Ferguson, Missouri, sparked a new civil unrest that hasn't been seen since the Watts riots in Los Angeles 1965 or the Rodney King riots of 1992. Ja, das Erschießen und Ermorden des 18-jährigen jungen Mike Brown in Ferguson hat eigentlich ja zu neuen Bürgerunruhen geführt, die eigentlich die es nicht gab seit den sogenannten Watts Riots in Los Angeles 1965 oder den Rodney King Riots in 1992. And residents of Ferguson were outraged when witnesses came forward saying that Mike Brown was standing with his hands up when he was shot 12 times by police officers, initiating the slogan "Hands up, don't shoot." Ja, und die Bevölkerung von Ferguson war entsetzt und schockiert, als Zeugen nach vorne traten, die gesagt haben, dass Mike Brown die Hände hochgehalten hat, als er 12-mal von einem Polizeibeamten erschossen wurde. Und dann wurde dieser Slogan initiiert, "Hands up, don't shoot." Also Hände hoch, nicht schießen.
This reignited a serious conversation around the relationship between police and the black community, the fact that many communities of color have majority white officers that patrol the area, and the military-style weapons used, as was seen, in response to the civil unrest. Ja, und das zündete eine ernsthafte Debatte über die Beziehung zwischen Polizei und der schwarzen Community. Und gerade ja, der Fakt, dass es in vielen Communities, die hauptsächlich schwarze Bevölkerung haben, ja, die Mehrheit von weißen Polizisten in dem Gebiet halt patrouillieren und Waffen im Militärstil getragen haben, also als Antwort auf diese Bürgerunruhen. But I think the most important conversation that developed was a question around use of force. The fact that all an officer needs to do is claim self-defense, and that is enough evidence to justify shooting and killing someone, even if they are unarmed. Und Sie denken, was die wichtigste Debatte war, die dann entstand, war die über die Frage von Gewaltanwendung. Also der Fakt, dass ein Polizeioffizier einfach nur sich auf Selbstverteidigung berufen muss und dass das genug Beweis dafür ist, dass sein Schießen gerechtfertigt wird und dass eben auch das Ermorden von jungen Schwarzen gerechtfertigt wird, selbst wenn sie eben selber gar nicht bewaffnet sind. In the year 2014 and 2015, over 1,000 people were killed by police. For an entire year, an average of 3 people a day were killed by a law enforcement officer. Ja, in 2014 und in 2015 wurden über 1,000 Menschen von der Polizei umgebracht. Und für ein gesamtes Jahr waren es durchschnittlich 3 Leute pro Tag, die durch einen Polizeibeamten ermordet wurden. In 2014, statistics show that every 28 hours, a black person is killed by police. And that has now increased to at once every 24 to 26 hours, and many times officers involved received no disciplinary actions. Und in 2014 haben die Statistiken gezeigt, dass alle 28 Stunden eine schwarze Person von der Polizei ermordet worden. Und das hat sich jetzt sogar noch erhöht auf jede 24 bis 26 Stunden. Und in sehr, sehr vielen von diesen Fällen gab es keine Disziplinarmaßnahmen gegenüber den Polizeibeamten. But what's even more telling is the way black children, particularly black boys, are treated by police. Ja, und was eigentlich noch mehr Bände spricht, ist die Art und Weise, wie schwarze Kinder, im Speziellen schwarze Jungen, von der Polizei behandelt werden. Tamir Rice, 12-year-old boy, was shot and killed by police while sitting near a park because the police thought that a toy gun he had that he was playing with was real. Ja, Tamir Rice, ein 12 Jahre alter Junge, wurde von der Polizei umgebracht, als er in einem Park saß. Die Polizei dachte, dass er hat mit so einer Spielzeugpistole gespielt und die Polizei dachte, dass es eine echte wäre. Video footage show a police vehicle pull up and within 2 seconds police opened fire on this child before the vehicle even came to a complete stop, shooting Tamir Rice twice in the torso and both officers refusing to administer aid afterwards. Ja, und es gibt Videoaufnahmen, die zeigen, dass dieses Polizeiauto halt so reinkam ins Bild und eigentlich innerhalb von 2 Sekunden die Polizei das Feuer gegenüber diesem Jungen eröffnet hat und selbst, also als das Auto noch nicht mal gestoppt hat. Und sie haben Tamir Rice 2-mal in den Oberkörper geschossen und danach haben beide Polizeibeamten haben sich geweigert, erste Hilfe zu leisten. In December of 2015, both officers involved in that shooting were acquitted of any charges. Ja, und Dezember 2015 sind beide Polizeibeamten, die da involviert waren, wurden dann von allen Anschuldigungen freigesprochen.
Unfortunately, to recount all the victims of police murder in the U.S. would take up this entire weekend. But for the first time since the Black Power movements of the 60s and the 70s, there's been a conversation connecting policing to systemic racism and economic disenfranchisement. Ja, und leider kann man jetzt, also oder um die ganzen Opfer aufzuzählen, die von der Polizei in den USA ermordet wurden, würde das das ganze Wochenende dauern. Aber es ist jetzt so, dass es eigentlich das erste Mal nach der großen Black Power Bewegung in den 60ern und 70ern, dass es eigentlich eine Debatte darum gibt, dass die ja, Polizeiarbeit in Bezug auf systematischen Rassismus und ökonomische Entrechtung gestellt wird. Working and poor black people and youth are realizing that it's not enough just to say Black Lives Matter. To protest and shut down highways, that there needs to be fundamental changes in society and the placement of black people within it. Und die Arbeiter und arme Schwarze, oder die Arbeiterklasse und die armen Schwarzen, schwarze Bevölkerung und die Jugend realisiert eigentlich, dass es nicht genug ist, nur zu sagen Black Lives Matter und zu protestieren und irgendwie die Highways zu besetzen, sondern dass es auch da um wirklich um eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft geht, um einen grundlegenden anderen Stand der schwarzen Bevölkerung in dieser Gesellschaft. That is not just a few bad apples. The whole tree is rotten. The whole system is guilty. The Black Lives Matter movement has brought to the forefront U.S. violent war and policing machine. Ja, und es geht eben nicht nur um ein paar schlechte Äpfel, sondern der gesamte Baum ist verrottet. Das gesamte System ist schuld. Die Black Lives Matter Bewegung hat eigentlich ja, diese gewaltige Kriegs- und Polizeimaschinerie der USA an die Oberfläche gebracht. But there are splits happening within the movement, where opportunists are using the black struggle and the movement to advance their own individual careers and economic growth. Aber es gibt gerade Spaltung in dieser Bewegung und es gibt Opportunisten, die die schwarze Bewegung, den schwarzen Kampf eigentlich dafür nutzen, um irgendwie ihre eigenen Vorteile daraus zu ziehen, ihre eigene Karriere und den ökonomischen Wachstum voranzubringen. An example of this is a person named D. Ray McKesson, who is a self-proclaimed activist, but in reality just another sellout clawing his way into the U.S. black misleadership class. Ja, und zum Beispiel hat sie jetzt eine Person genannt, die Ray McKesson heißt, der sich sozusagen selbsternannter Aktivist ist, aber eigentlich in Realität nur ein Sellout. Ich kenne das deutsche Wort gar nicht. Versteht ihr Seller? Also sich verkauft sozusagen ja, versucht seinen Weg zu bereiten in die ja, falsche schwarze Führungsklasse. The more advanced splits of the movement are moving into a somewhat more favorable position, connecting the question of class and race. Ja, und die besseren Spaltungen dieser Bewegung gehen eigentlich in eine ja, deutlich bessere Richtung, nämlich dass sie halt die Frage von Klasse und Race, also Rasse, also Herkunft verbinden. Also broadening the movement to encompass Latino, immigrants, indigenous people and black and brown bodies abroad. Und die eben auch die Bewegung verbreitern, um eben auch die Latinos, die Migranten, die indigene Bevölkerung zu umfassen und die schwarze und braune Bevölkerung im Ausland zu umfassen. Because one cannot claim Black Lives Matter and ignore the struggle of our brothers and sisters in Libya, Sudan, Nigeria and the connection of US imperialism to the world struggles. Ja, weil man sich eben nicht auf die Black Lives Matter Bewegung beziehen kann und gleichzeitig ignorieren kann, also die Kämpfe ignorieren kann der Brüder und Schwestern in Libyen, im Sudan, in Nigeria und die, der Zusammenhang von US-Imperialismus und den weltweiten Kämpfen.
It is great that the topic of violent policing is being put at the forefront. The black people are and have been harassed, murdered, and oppressed by the racist, violent policing for decades. Und es ist großartig, dass dass das Thema Polizeibrutalität wieder an die Oberfläche kommt, vorne steht, und dass sich die schwarze Bevölkerung, die ja seit Jahrzehnten belästigt, ermordet und unterdrückt wird, von der rassistischen, gewalttätigen Polizei. Punkt. Ja, sorry. But there always has to be a conversation about class as well. The system of capitalism has never created economic viability for black people. There will never be black liberation under global capitalism and imperialism. Aber das muss halt immer auch eine Debatte über Klasse beinhalten. Das System des Kapitalismus hat es eigentlich niemals geschafft, wirklich eine ökonomische, ja, Lebensfähigkeit für die schwarzen Menschen zu kreieren, und es wird auch niemals eine schwarze Befreiung geben unter globalen Kapitalismus und Imperialismus. It is not in the interest of greedy corporations, Wall Street and their political minions to lift entire communities and generations out of economic poverty. Es ist nicht im Interesse der, ja, der Unternehmen, der von Wall Street und ihren politischen Gefolgsleuten eigentlich die ganzen, also die ganzen Communities und Generationen aus ihrer ökonomischen Armut herauszuholen. Poverty, war and oppression is profitable for the US ruling elite, and the role of police in many cases, not all, is to ensure civil obedience and the protection of property and capital. Those that have economic wealth don't have a reason to fear the police. Those that don't, do. Ja, Armut, Krieg und Unterdrückung ist eigentlich die Herrschenden in den USA profitabel, und die Rolle der Polizei ist in ja vielen von diesen Fällen, nicht in allen, sicherzustellen, dass die Bürger schön brav sind. Und eben das Eigentum und das Kapital der herrschenden Klasse zu sichern. die eigentlich den ökonomischen Reichtum haben, haben eigentlich keinen Grund, die Polizei zu fürchten, aber die eben keinen haben, haben es. The only way to end racist policing and systemic violence is to connect it to the broader struggle of black liberation from a national and international perspective. Der einzige Weg, um rassistische Politik und Polizei und systematische Gewalt zu beenden, ist es, das zu verbinden mit einem breiteren Kampf für die schwarze Befreiung von einer nationalen, aber auch von einer internationalen Perspektive aus. The US capitalist system was built off the backs of black slavery and violence against black people. Therefore, in the words of Malcolm X, you can't have capitalism without racism. Der US-Kapitalismus wurde eigentlich auf dem Rücken der schwarzen Sklaven erbaut, und Gewalt gegen die schwarze Bevölkerung, und deshalb sind die Worte von Malcolm X weiterhin richtig: You can't have capitalism without racism. Also es gibt keinen Kapitalismus ohne Rassismus. The only way to end the violence is to dismantle the capitalist system and replace it with a system based on the needs of the masses. Der einzige Weg eigentlich, die Gewalt zu beenden, ist das Zerlegen des kapitalistischen Systems und es mit einer Gesellschaft zu ersetzen, die wirklich an den Bedürfnissen der Massen ansetzt. I'll end with a quote from Fred Hampton, Black Panther Party member in Chicago that was assassinated by Chicago police in 1969. Und sie möchte jetzt enden mit einem Zitat von Fred Hampton, der Black Party Member, der in Chicago,
die dort der von der Chicagoer Polizei erschossen wurde in 1969. We're going to fight racism not with racism, but we're going to fight with solidarity. We're not going to fight capitalism with black capitalism, but we're going to fight with socialism. We stand up and say, we're not going to fight reactionary pigs and reactionary state's attorneys. We're going to fight their reactions with all us people getting together and having an international revolution. Power to the people, Black Lives Matter. Also wir werden Rassismus nicht mit Rassismus bekämpfen, sondern wir werden ihn mit Solidarität bekämpfen. Wir werden Kapitalismus nicht mit schwarzem Kapitalismus bekämpfen, sondern wir werden für Sozialismus kämpfen. Wir stehen auf und wir sagen, dass wir nicht gegen die reaktionären Pigs, also Bullen würde man, und die reaktionären Staatsanwälte kämpfen, sondern wir kämpfen gegen ihre Reaktion mit all unseren Leuten, die zusammenkommen und eine internationale Revolution haben. Ja, all power to the people, Black Lives Matter.